Guten Abend, ich bin Uta Müller und ich befinde mich hier bei Professor Schirmacher in Bonn. Es ist mir nicht möglich, ihn richtig vorzustellen, weil er mehrere Doktortitel hat, Professor ist, diverse Ämter vertritt, sogar Bischof von Recife ist, das sich in Nordbrasilien, im Nordosten von Brasilien befindet. In 2017 werden wir das Reformationsjubiläum begehen und im Moment sind ganz, ganz viele Bücher schon auf dem Markt und überall wird gefeiert, jetzt auch am 31. Oktober. Sie haben hier ein Buch geschrieben, Kaffeepausen mit dem Papst, und das im Jahr des 500-jährigen Jubiläums der Reformation. Wie war das so mit dem Papst, Kaffee zu trinken? Ja, also dieser Titel ist natürlich absichtlich, nicht nur, sagen wir mal, für Verkauf oder weil es interessant, sondern weil für mich das den Unterschied von Papst Franziskus zu seinen Vorgängern beschreibt. Die Vorgänger waren also abgeschottet, so wie das früher ein König in Frankreich oder ähnliches war. Das heißt, man kam also nur über die ganze Entourage um ihn herum und es war alles verplant. Und wenn man also ein Gespräch führen wollte, dann hatte man eigentlich vorher schon reingegeben, was man bereden wollte. Und meistens hat der Papst dann auch schon eine vorbereitete Rede wieder beantwortet und da kann man natürlich nichts mal eben schnell planen. Und Papst Franziskus ist da eben vollkommen anders und hat von Anfang an immer Freiraum dafür gehabt, dass er auch mal spontan irgendjemand treffen konnte, dass er mit Leuten Dinge bereden konnte, die sonst keiner mitbekommen sollte. Und jetzt diese ganze Geschichte mit dem Reformationsjubiläum, die begann für mich 3 Wochen, nachdem er Papst geworden war. Und da hatten wir in einer kleinen Gruppe erstmals ein Gespräch und dann schickte er plötzlich jeden raus, den Übersetzer, Leibwächter, wir waren also plötzlich völlig alleine mit ihm. Und fing damit an, er würde also gerne doch die Erklärung zur Rechtfertigung von 1999 wieder aufbringen und zusammen mit uns unterschreiben. Nun vertrete ich die weltweite evangelische Allianz, da habe ich mit ihm drüber gesprochen, dass wir eigentlich ein bisschen die falsche Adresse sind, 1846 gegründet, also uns gab es damals ja noch gar nicht. Wir haben gesagt, also Sinn macht das eigentlich nur, wenn er das mit den Lutheranern macht. Dann werden auch alle anderen Protestanten verstehen, dass das also sie mit einbezieht. Ja? Aber die eigentliche Auseinandersetzung damals war nur mit Luther und mit den Lutheranern, da hat es eben angefangen. Und ich bin dann direkt anschließend nach Straßburg zum Lutherischen Weltbund gefahren, habe gesagt, das ist die Chance schlechthin. Ja? Und der Lutherische Weltbund hat also auch seine Hausaufgaben gemacht und mit dem Vatikan verhandelt und so weiter. Aber was die Besonderheit, die am Ende eben bei herausgekommen ist, erstens, der Papst ist dabei, als das Jahr eröffnet wird. Also der Gedanke war immer, dass er dann am Ende zur eigentlichen 500-Jahr-Feier dann vielleicht nach Deutschland kommt. Das war so die Vorstellung. Aber da sind ja eigentlich schon die ganzen Sachen rum. Also auch in Deutschland, selbst von der Bundesrepublik werden Sachen gemacht, von den lutherischen Kirchen und so, das läuft ja alles vor. Und dann 31. gut, dann ist also der krönende Abschluss und am Tag drauf sind dann auch alle froh, dass es vorbei ist. Ja? Und das Besondere ist also, dass das eigentliche Ereignis schon zur Eröffnung passiert ist. Ja? Sodass man im ganzen Jahr eigentlich nicht mehr drum rum kann. Und der Papst ist nicht Gast dieser Feier gewesen, was schon ungewöhnlich genug gewesen wäre, ja, sondern er ist Einlader gewesen, er ist Gastgeber gewesen. Das heißt, der Lutherische Weltbund und der Papst haben gemeinsam in Lund 500 bis 600 Führer, also Katholiken, Lutheraner natürlich sowieso, aber dann die Spitzen praktisch aller Konfessionen der Welt eingeladen, also auch welche, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Ich habe neben dem syrisch-orthodoxen Patriarchen gesessen, der hat natürlich eigentlich weder auf der einen noch auf der anderen Seite was mit der Reformation zu tun, aber natürlich mit dieser grundsätzlichen Thematik, dass das ein unglaubliches Signal ist. Erstens, dass die christliche Kirche in der Lage ist, ihre Vergangenheit aufzuarbeiten.
ob das nun Nordirland ist, wo die, wenigstens die Kirchen nicht mehr an der Gewalt beteiligt sind, oder ob das der Kolonialismus ist oder eben die Reformation. Wo wären wir, was für ein Christentum wären wir, wenn wir predigen, das Besondere ist, dass man neu anfangen, vergeben und neu anfangen kann, und wir können unsere eigene Geschichte nicht aufarbeiten. Ja? Und um das eben zu unterstreichen, ist der Papst selber Einlader gewesen. Ja? Und in der Liturgie gibt es ganz klare Entschuldigungen. Ja? Aber der Papst hat dann eben auch in seiner Predigt sehr deutlich gemacht, dass also Luther die richtige Frage gestellt hat und dass die Grundbotschaft ist, dass im christlichen Glauben Gott immer zuerst kommt. Er ist immer der, der zuerst etwas tut. Und wir, selbst wenn wir Menschen das empfinden haben, wir waren es, war immer der Heilige Geist schon aktiv. Und dass das eben christlich ist, dass das nicht lutherisch ist oder evangelisch ist, sondern dass das einfach christlich ist. Ja? Und das ist natürlich ein, das ist, jetzt wo es schon wieder vorbei ist, hat man sich schon fast wieder dran gewöhnt, ja. Aber das ist natürlich ein gewaltiger Vorgang, der eben nicht um den Preis geschehen ist, dass man das jetzt also, ich sag mal, runterspielt und sagt, naja, das waren Wortklaubereien oder das waren bestimmte Persönlichkeiten, die sich da nicht vertragen haben, ja. Sondern der Papst ziemlich unverhohlen einfach sagt, der Grund, dass man damals auf diese theologischen Fragen nicht so eingegangen ist, das war eben Geld, das war eben Macht, das waren politische Gründe, genau die, die er jetzt im Vatikan selber bekämpft. Ja, aber ging da nicht ein Aufschrei durch den Vatikan oder durch die katholische Kirche? Das kann ja auch mal gefährlich werden für den Papst. Ja, also gefährlich werden wird es ja sowieso. Ja, der Papst war ja noch nicht richtig im Amte, da hat er schon die Mafia verurteilt, also exkommuniziert, ja, und hat jedem Bischof, Priester und Bischof verboten, Zeremonien für Mafiafamilien durchzuführen. Ja, und das ist natürlich ein Italien-Fanal. Und so ganz hat man damals ihm auch noch nicht geglaubt. Und ein Bischof musste es also unbedingt ausprobieren und hat also bei irgendeiner Mafia-Hochzeit mitgemacht. Ja? Und den hat der Papst kurzerhand des Amtes enthoben. Das war also der Letzte, der es probiert hat. Ja, jetzt wusste jeder, der Papst meint das auch tatsächlich. Ja, damit haben wir also nichts, haben wir Christen nichts gemeinsam. Aber er hat sich natürlich damit Feinde gemacht. Ja? Und auch als der Papst dann verhältnismäßig bald danach sagte, es gibt keinen korrupteren und keinen sündigeren Ort der Welt als die Kurie. Das ist natürlich auch nicht gerade was, womit man sich Freunde macht. Er redet ja von konkreten Leuten. Er hat natürlich gesagt, dass in der Kurie viele sehr aufopferungsvoll arbeiten, die Welt nicht verstehen werden, wenn er so etwas sagt. Ja. Aber dass es eben genügend gibt, die sich da breit gemacht haben. Und man muss natürlich dazu sagen, die ungeheure Schwierigkeit, das aufzuarbeiten, ist, dass es eben eigentlich eine 500 Jahre alte Problematik ist. Ja, also viele Sachen, wenn ich mal ein Beispiel nehme, der Papst ist ja dauernd am Ermitteln, also nicht er selber, er hat seine Ermittler, die ununterbrochen dabei sind, versuchen rauszukriegen, wo kommt eigentlich das Geld her, wo geht das Geld hin. Ja? Weil also wirklich nach wie vor große Summen nach Rom kommen, keiner weiß genau, wo sie herkommen, und es Ausgaben gibt, gewaltige Ausgaben gibt, die abgedeckt werden, und bis eben Papst Franziskus gab es sowas wie ein Budget eigentlich gar nicht, ja, sondern und da ist natürlich viel Schundluder getrieben worden, also der berühmte Peterspfennig, den alle Kirchen der Welt nach Rom schicken, der ist eigentlich für die Armen gedacht, ja. Und in Rom hat man sich über das viele Geld gefreut und damit alles Mögliche und Unmögliche gemacht, auch mal was für die Armen. Aber dass jetzt jemand Buch geführt hätte und gesagt hätte, also wie wir das nennen würden, zweckgebunden, ja, und das kann gar nicht anders ausgegeben werden. Und der Papst macht das eben jetzt. Er sagt, das Geld ist zweckgebunden, ja. Und dabei ist vor nicht allzu langer Zeit herausgekommen, dass, ich weiß jetzt nicht auswendig, ich glaube 800 Luxuswohnungen überall in Rom sind, die für Bestechung benutzt werden. Ja, das heißt also, wenn man von irgendjemandem was will, dann kriegt er so eine Wohnung, mietfrei, und im Vatikan weiß eigentlich gar keiner, dass es die Wohnung gibt.
Es werden sogar die Renovierungskosten bezahlt. Jetzt ist also, sind die Ermittler dahinter gekommen, dass der Vatikan, also 800 Lumpen, der Vatikan besitzt natürlich viel, viel mehr Wohnungen, ja, aber da wohnen Leute, die Miete zahlen und so weiter, aber dass es also 800 Wohnungen gibt, in Top-Lagen, in ganz Rom, an besten Orten, zum Teil riesige, zum Teil Palais, ja, für die keine Miete bezahlt wird. Da war natürlich schnell ausgerechnet, wie viele hunderte Millionen dem Vatikan dadurch verloren gehen. Ja. Und da steckt aber natürlich jetzt ein ganzes Korruptionssystem dahinter. Denn man muss sich mal überlegen, wofür brauche ich also so viele Möglichkeiten, Leute zu bestechen, gleich mit einer freien Wohnung über Jahre. Und jetzt müssen also die Ermittler von Adresse zu Adresse gehen und gucken, wer wohnt da eigentlich. Ja, so, aber man muss sich natürlich klar machen, warum geht das? Ja, weil der Vatikan eben seit Jahrhunderten in Rom ist, ja, und weil dem fast die ganze Stadt gehört hat. In keinem anderen System wäre sowas so ohne weiteres möglich, weil sowas über Jahrhunderte eben sich einschleicht, ja. Oder der Papst hat zum Beispiel verfügt, dass alle Kardinäle das gleiche Gehalt kriegen. Was gab es vorher? Vorher gab es hunderte von Ämtern im Vatikan, den Schlüsselhalter von dem und dem und den, also alle möglichen, und die meisten Ämter existierten überhaupt nicht mehr. Aber sie waren halt immer mit irgendeiner Dotierung verbunden. Und die Kardinäle versuchten also nun von diesen historischen Ämtern so viele wie möglich abzubekommen, weil jedes Mal da irgendwelche Euros mit reinkamen, ja. Und wer das also geschickt machte, konnte sein Gehalt also enorm aufbessern. Ja? Und Franziskus war, glaube ich, am dritten Tag, also ganz früh in seiner Amtszeit, hat er verfügt, ein Kardinal, der in Rom arbeitet, kriegt 5.000 Euro. Da wird man nicht gerade arm von, das ist ja steuerfrei, ist ja der Vatikan ein eigener Staat. Ja? Und im Übrigen hat man ja immer noch eine Menge Hilfe, die es woanders so auch ohne weiteres nicht gibt. Also Gott sei es geklagt, die vielen Nonnen, die, was Papst Franziskus immer wieder anprangert, die also nicht Armen helfen und die nicht Missionen betreiben oder ähnliches, sondern eigentlich Haushälterinnen von Geistlichen sind. Ja. Aber gut, das ist nun mal alles da. Also man lebt nicht schlecht. Man hat also eine kostenlose, dienstfreie Wohnung, die hat im Schnitt so 300 bis 400 Quadratmeter. Also da sind 5.000 Euro schon nicht schlecht. Aber er hat gesagt, es ist eben für jeden Volk gleich, ganz egal, ob der noch das oder das oder das Ämtchen hat. Ja, wenn er im Vatikan arbeitet, ist das die Gehaltsobergrenze. Und da darf man nicht vergessen, auch damit macht er sich natürlich wieder Feinde. Ja, aber kann es nicht passieren, dass... Weil da jemand eben vorher 12.000 Euro im Monat verdient hat und mit einem Federstreich hat er plötzlich 5.000, ja. Ja. Ja, aber kann es nicht einmal passieren, dass die Kardinäle sich verschwören und ihn da irgendwie... Ich habe in meinem Buch die Geschichte, die aber die Anekdote ist, aber die eben wahr ist, und dass sie wahr ist, ist der Beweis ist das italienische Fernsehen. Der Papst kommt aus einer Kirche und ein Argentinier bietet ihm einen Becher Mate an, also das Nationalgetränk von Argentinien. Und der Papst sagt was Nettes und trinkt das. So, italienische Fernsehen war dabei und da fragt ihn also sofort jemand, ob er denn keine Angst hätte, dass das vergiftet wäre. Mhm. Ja? Und da sagt der Papst, wieso, das war doch kein Kardinal. Ja? Ja. Also das ist zwar witzig, aber es zeigt, der Papst trägt das ganz offensiv vor sich her. Also nicht um anzugeben oder ähnliches, ja, aber der hat die Flucht nach vorn angetreten und redet da ganz offen darüber, dass er durch die Mafia gefährdet ist, dass er durch Kardinäle, natürlich nicht alle, gibt natürlich auch die anderen Kardinäle, also ich habe ja sehr viel mit Kardinal Kurt Koch zu tun, Schweizer, der für den päpstlichen Rat der Einheit der Christen, ja, und das ist wirklich ein demütiger Mensch, der ganz einfach und bescheiden lebt. Und der überhaupt nicht weiß, was er mit 350 Quadratmetern anfangen soll. Ja? Also weiß ja nicht, wie viele Betten man sich da hinstellen müsste, um das voll zu bekommen. Als ediger, älterer Mann, der
der im Vatikan das meiste ja auch zur Verfügung gestellt bekommt, der da in der Cafeteria essen kann und so weiter und so weiter. Ja. Und ich sehe, wenn ich mit ihm unterwegs bin oder bei Konferenzen bin, wo er auch ist, in was für einfachen Zimmern er absteigt. Ja. Und er hat das, was der Papst also von allen gewünscht hat, immer schon gemacht. Die hat es immer gegeben. Ja. Aber es gab eben auch die anderen, die in Rom sich ihren Teil gesucht haben, die wussten, wie man mit dem Vatikanstaat, also was man Heiliger Stuhl nennt, Staat, nicht die Kirche, wie man damit eben Geld machen kann. Das waren die Leute, die in der Vatikanbank wussten, wo die Gelder eigentlich sind, und das wird jetzt alles aufgeräumt. Das ist vorbei. Ja, ja, dann stirbt er irgendwann mal den Märtyrertod. Ja, also er selber sagt das, er selber sagt das ganz offen. Er sagt, er hat so viel anzugehen und so viel zu machen. Wenn Gott ihm die Zeit gibt, kann ihn auch keiner daran hindern. Und wenn Gott der Meinung ist, die Zeit ist vorbei, ein anderer muss weitermachen, dann kann ihn da auch kein Leibwächter ihm noch ein Jahr verschaffen. Ja. Aber ehrlich gesagt, für die Leibwächter, ich kenne also seine Leibwächter alle persönlich, weil ich eben so oft auch nicht nur ihn getroffen habe, sondern eben auch mit auf einmal reisen war in Albanien, in Aserbaidschan und so. Und für die ist das natürlich also eine Katastrophe. Mhm. Das ist für die, der Job ist natürlich, weil er oft macht, was er will. Mhm. Ja? Also das schönste Beispiel, was die mir erzählt haben, war in Brasilien, in Rio de Janeiro beim Weltjugendtag, Herausforderung für Leibwächter, ja, und plötzlich mittendrin beschließt der Papst, er möchte einen evangelischen Pastor besuchen, ja, fragt rum, sagt ihm keiner, guckt da mit dem Handy, sucht da also rum und stellt fest, dass da also irgendwo eine Baptistengemeinde war, ja, und da ist er da einfach hingelaufen, die Leibwächter müssen dann hinterher, ja, ist er einfach durch die Menge in die Richtung durchgelaufen, hat da geklingelt und der arme Baptistenpastor macht die Tür auf und vor der Tür steht der Papst und sagt, ich wollte einfach mal, ja, so. Und das ist dann eben nie jemandem vorbekannt gegeben worden, ja. Wir hatten jetzt die witzige Situation in Italien, dass die Evangelische Allianz sagte, wir sind nicht informiert worden, dass ihr bei einem Treffen mit dem Papst dabei wart. Und wir hatten also die Weltfriedenskonferenz von St. Egidio, das ist eine katholische Gemeinschaft, die seit vielen Jahren Religionsdialog und Arbeit für Frieden macht. Und die haben einmal im Jahr haben die also eine Weltkonferenz und da ist immer jemand von uns dabei. Vor 2 Jahren war ich das, aber dieses Jahr war das also Brian Stiller, unser Global Ambassador, wie er so schön heißt. Also und der war dabei und da hieß es jetzt ja, also der hat sich mit dem Papst getroffen und das hätte doch vorher besprochen werden müssen. Mhm. Ja? Und ich wusste sofort, dass der Papst nicht Teil des Programms war. Ja? Und als ich eine Woche später in Rom war, bin ich also zum Chef von der Gemeinschaft Sant'Egidio gegangen, dem Präsidenten, und habe gesagt, wie viele Stunden vorher wusstet ihr, dass der Papst kommt? Ja, mir war sofort klar, der war nicht eingeplant. Ja? Und da sagte er ja 36 Stunden. Das heißt, eine Weltkonferenz, geplant mit der ökumenische Patriarch war da, aber auch Großmuftis für solche Gespräche und das Programm geplant. Ja. Der Papst war auf einer Reise und kam nach Hause und alle im Vatikan haben gesagt, also der kommt nicht. Ja, das ist, der kommt am Abend vorher nach Hause und dann, und unter uns gesagt, er hätte auch nicht gehen sollen, weil er sich wirklich nicht gut gefühlt hat. Er war, also, er war eigentlich viel zu schwach dazu. Ja. Ja, aber er hat dann plötzlich entschieden, ich gehe da trotzdem hin. Ja. Und dann mussten die also in ihrem Programm, mussten die dann schnell Platz dafür machen. Und man kann das im Film auch sehen, in dem da gar keine richtig speziellen Stühle stehen. Ja, sondern der Papst sitzt auf all den Stühlen. Ja, nun macht ihm das ja gar nichts aus, im Gegenteil. Er hasst ja irgendwie einen größeren Stuhl oder sowas, will er ja gar nicht haben. Ja. Aber das war ganz spontan vorher. Nur wie gesagt, es kann dann passieren, dass die Leibwächter nach Hause kommen und sich freuen, das Wochenende mit der Familie zu verbringen oder was ist. Und dann heißt es, ach,
morgen früh um 8 sitzen wir im Auto oder im Zug oder ähnliches, ja. Und das ist also schon, also ich habe schon mehr als einmal gesehen, wie die Leibwächter hinter dem Papst hergerannt sind, ja, weil der plötzlich spontan sich in Bewegung gesetzt hat, ja, und sie mussten hinterher, damit sie ihn nicht aus dem Auge verlieren, ja. Also ist der Papst so ein Tick evangelisch? Ich würde es so sagen, also es gibt einmal bestimmte Punkte, wo er sehr dezidiert evangelische Positionen vertritt. Ich lasse jetzt mal offen, inwieweit das automatisch bedeutet, dass diese Position nicht katholisch ist. Mhm. Ja, das ist ja noch was anderes. Ja, aber wo er, also das Beispiel ist eben die Reformation, die Rechtfertigungslehre, tut der Mensch etwas dazu oder nicht, wo er sich also sehr deutlich für die evangelische Variante ausspricht. Ja. Nun hat es natürlich in der katholischen Kirche immer Theologen gegeben, Bischöfe gegeben, die das genauso gesehen haben. Also das war ja nie verboten, das so zu sehen. Aber, ja, oder aber wenn er etwa über das Papsttum spricht, was ja nun also eine der größten Probleme zwischen, zwischen evangelisch und katholisch ist, muss man sehen, dass er zwar die frühere Position nicht widerrufen hat, die ihren Höhepunkt 1800, ach, jetzt weiß ich es gerade gar nicht, 70 oder 71 hat, als der Papst für unfehlbar erklärt wurde, eigentlich natürlich nur unfehlbar erklärt wurde, wenn er sich ex cathedra auf den Bischofsstuhl im Petersdom setzt und erklärt, was ich jetzt sage, ist unfehlbar. Und das ist de facto nur einmal passiert, 1950, das Dogma von der Himmelfahrt Marias. Das ist das Einzige, was mit dieser Begründung dann tatsächlich... Aber Papst Franziskus hat sehr deutlich gemacht, dass er nie eine unfehlbare Äußerung tun wird. Ja? Und dass er sich selbst nicht als unfehlbar sieht. Ja? Er macht solche Äußerungen etwa in Evangelii Gaudium, seiner ersten großen Enzyklika, dass jeder Christ unfehlbar ist, wenn er das Evangelium verkündigt. Nun wieder, das heißt, ist nicht etwas, was automatisch der katholischen Lehre widerspricht. Aber es ist natürlich so, wie das früher gehandhabt wurde, äußerst ungewöhnlich, dass er nicht nur sagt, die Kardinäle oder die Erzbischöfe haben an der Unfehlbarkeit teil oder die Kirche hat, sondern er sagt, jeder Gläubige. Warum? Weil das Evangelium die Wahrheit ist. Und jeder, der das weitergibt, ist an dieser Stelle unfehlbar. Und was ganz typisch bei ihm ist, Papst Benedikt hat auch oft solche Äußerungen gemacht. In seinem Jesusbuch finden sich ganz viele davon. Ja? Wo man denkt, im Moment denkt, Moment, das ist doch eigentlich evangelisch, das ist doch nicht katholisch. Aber er hat das dann immer eingefangen. Also dann kommt immer etwa bei so einer Aussage zu Unfehlbarkeit. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes falsch wäre. Ja, das gilt durchaus weiterhin, das andere kommt dazu. Und bei Papst Franziskus findet man das nicht. Der sagt einfach, sagt das einfach und dann steht nicht dabei, aber natürlich will ich damit nicht sagen. Ja? Also bei Papst Benedikt, stand immer, wenn er gesagt hat, dass alle Gläubigen, alle Christen, ja, Zeugnis vom Heil geben sollen. Das ist also etwas, was er von evangelischen Bewegungen übernommen und gelernt hat. Ja? Aber es wurde immer noch dazu gefügt, natürlich ist die eigentliche Aufgabe der Mission den Aposteln und damit den nachfolgenden Aposteln den Bischöfen gegeben. Ja? Also das war immer der Nachsatz, eigentlich sind es ja die Bischöfe, aber es soll ja die ganze Gemeinde machen. Ja? Und das macht Papst Franziskus nicht. Er sagt schlicht und einfach, jeder Mensch, der glaubt, ist automatisch ein Zeuge von diesem Glauben. Und die Frauen? Ja, auch. Wie steht er da zu den Frauen? Das hat er ja an ganz vielen Stellen deutlich gemacht. Also ich lasse jetzt mal das Thema Frauenordination raus. Ja, aber er hat
unabhängig von der Frauenordination jede nur denkbare Möglichkeit genutzt, Frauen in Leitungsstellung zu bringen. Ja? Er hat Frauen in den Päpstliche Akademie der Wissenschaft, selbst die erste päpstliche Rat, die ja nun, wir würden das, also im Staat würde man das Ministerien nennen. Ja? Und nun hat bei uns auch die erste Ministerin, war Familienministerin, das war im Vatikan genauso, aber das war ein Fanal, dass der Präsident des päpstlichen Rats für die Familie plötzlich eine Frau war. Ja? Und damit zwar natürlich kein Priester oder Bischof oder irgendwas, aber immerhin. Ja? Und inzwischen hat man sich da im Vatikan daran gewöhnt, dass er alle möglichen Positionen eben mit auch Frauen immer mit einbezieht. Ja? Und das hat er also sehr. Und dann, das geht natürlich bis dahin, dass er beim traditionellen Fußwaschen einmal im Jahr, wo ja also in der ganzen Welt die katholische Kirche das macht, aber dass das der Papst macht, ist halt doch dann in Rom noch was ganz Besonderes, wo also einfach Leute von außen reingerufen werden und denen werden dann die Füße gewaschen. Ja? Und das sind traditionell immer Männer gewesen. Warum, kann eigentlich so ganz richtig keiner erklären, ja. Aber so ist halt immer gewesen. Die wechseln nicht so oft die Socken. Ja, und er hat eben kurzerhand Frauen mit reinrufen lassen und hatte da also so einen Mix. Die Leute, denen das passiert, sind ja meistens vollkommen überrascht. Also werden ja keine Katholiken reingerufen, sondern eigentlich ist das wirklich so gedacht. Also man geht raus und bietet den Nächstbesten an, die Füße zu waschen, ja. Und ich kenne sogar einen, ich habe aber bei der Heilsarmee einen kennengelernt, der ist dadurch Christ geworden. Ja, der hatte mit Gott nichts am Hut und wurde in Mainz, ging er am Dom vorbei und plötzlich hieß es, also der Bischof möchte die Füße waschen. Ja? Und das hat ihn also derartig beeindruckt, ja, dass er, ja, so. Also das hat schon irgendwas, aber so einen richtigen Grund, warum man dann nur Männer die Füße wäscht, ja. Also das, was es früher natürlich gab, war, der Bischof ist ein Mann, der kann ja eine Frau gar nicht berühren. Okay, also da könnte man ja noch sagen, also, aber das ist ja nur, also heute nicht mehr so, wenn man die Füße wäscht, dass man da jetzt sagt, irgendwie, der fängt da also irgendeine unsittliche Beziehung an oder sowas, ja. Und er hat das natürlich inzwischen auch noch erweitert mit Muslimen mit und auch da muss man natürlich sagen, es gibt keine Begründung, warum man das eigentlich nicht machen sollte. Das Einzige, was ihm dann entgegengehalten wird in der Kurie, es ist aber immer so gewesen. Ja? Und dass es immer so gewesen ist, bedeutet im Vatikan ja nur, dass irgendwann mal früher ein Papst das entschieden hat. Und dann sagt Papst Franziskus eben, ja, dann kann ich das doch ändern. Ja? Und ich habe das selber erlebt, dass er das manchmal sogar ein Blatt Papier nimmt und einfach sofort ändert. Ja, weil er, wenn er da ein paar Sachen hinschreibt und unterschreibt, ist das damit, also eigentlich müsste er natürlich jetzt ein Gesetz ausfertigen und ähnliches, ja. Und, aber er sagt so, ich habe das jetzt hingeschrieben, ich habe das unterschrieben, damit ist das ab jetzt. Um einmal ein schönes Beispiel zu erzählen, wie ungeheuer schwierig das ist. Viele Bischofskonferenzen der Welt waschen nach wie vor Frauen keine Füße. Ja? Und am deutlichsten hat das die polnische Bischofskonferenz gemacht, die also weiterhin verfügt hat, nur für Männer. Mit der Begründung, dass Papst Franziskus es ja nur erlaubt hat. Er hat ja nicht verfügt, dass man Frauen die Füße waschen muss. Er hat nur gesagt, man kann. Ja? Also haben die Polen entschieden, sie machen es weiter nicht. Jetzt müsste eigentlich dann Papst Franziskus zurückgehen und müsste also ein Gesetz verfügen, ich weiß nicht, sagen, mindestens ein Drittel müssen Frauen sein, aber ich weiß nicht, irgendwas müsste er jetzt machen. Ja? Und das sind so die mühsamen Sachen, wie das vor- und zurückgeht. Ja? Dass es natürlich auch immer starke Kräfte gibt, die solche Veränderungen nicht wollen. Wobei das ein typisches Beispiel ist, diese Frage, weil da eben nun, also bei der Frauenordination gibt es ja noch eine Menge zu diskutieren. Das ist nicht ganz so einfach, wie sich das jemand von außen denkt. Ja? Aber dass man jemanden
die Füße wäscht als Zeichen der Demut, ja, also da gibt es ja überhaupt keine Begründung dafür, warum man das mit Männern machen kann und mit Frauen nicht. Das ist, außer dass es immer so gewesen ist, dass früher, ja. Und trotzdem, wenn so eine Änderung kommt, sind also die Beharrungskräfte ungeheuer. Bis dahin, dass natürlich heute in Blogseiten dann Leuten darauf schließen, dass der Papst gar nicht mehr der Papst ist und ich weiß nicht was, ja. Und es war ganz, ganz mühsam sowas dann. Also eigentlich muss der Papst dann wieder zurückgehen und dann eben tatsächlich ein Gesetz verfügen. Also wenn ein Gesetz verfügt und sagt, dann es müssen ein Drittel Frauen sein, dann halt würden sich auch die Polen dran halten. Aber indem er das einfach macht und sagt, das ist gut und sagen die, nee, okay, wenn wir dürfen, aber nicht müssen, dann bleiben die Frauen weiter vorne vor, ja. Und dürfen Sie denn jetzt noch so ein bisschen was ausplaudern von Ihren Kaffeepausen oder ist das top secret? Also es ist natürlich so, es gibt einen Bereich, wo man vertraulich redet. Mhm. Ja. Und da muss ich natürlich ganz offen sagen, bei einem unserer ganz frühen Gespräche waren wir mit 6 Mann da beim Papst und es wurde vereinbart, dass alles unter uns bleibt. Das ist wirklich, ja, so. Und die 5 haben das nicht übers Herz gebracht, ja, und die sind alle nie wieder eingeladen worden, ja. Obwohl über dieses Treffen mancher Unsinn geschrieben worden ist, habe ich meinen Mund gehalten. Gut, ja. So, und ich habe mir dann allerdings für das Buch die Erlaubnis geholt, da war das dann aber schon ein paar Jahre dann schon wieder her, 2 Jahre oder 2,5 Jahre, dann jetzt zu erzählen, was in diesem Treffen eigentlich wirklich besprochen worden ist. Ja. Und das ist natürlich klar. Das Zweite ist natürlich, ich sag mal, wenn man sowas wie Lund vorbereitet, da muss es natürlich eine Phase geben, wo das ein Geheimnis ist. Ja. Wo man nicht will, dass vorzeitig Gegner, wo man erstens noch gar nicht entschieden hat, ob man es macht oder nicht. Und das ist dann immer ganz schwierig, wenn das schon alles öffentlich ist und dann zu sagen, wir machen es doch nicht. Und aber wo man eben auch die Probleme nicht ausräumen kann, wenn schon die öffentliche Diskussion losgetreten worden ist. Und deswegen ist das mit Lund, da ist also sehr vieles, ganz nicht nur mit mir, auch mit dem Lutherischen Weltbund und so, ganz vieles sehr vertraulich gelaufen. Bis es dann öffentlich angekündigt worden ist, dass es stattfinden wird und es dann eben jeder weiß. Ja. Ja, aber kann man denn heute die Dinge wirklich unter Verschluss halten? Ich weiß ja nicht, wie Sie mit dem Papst kommunizieren, wenn Sie hier in Deutschland sind. Schreiben Sie ihm eine E-Mail oder telefonieren Sie? Das kann ja abgehört werden. Ja, oder, gut, das ist noch was anderes. Facebook. Der Papst, also das Häufigste ist, dass der Papst telefoniert. Ja. Ja. Und er hat also mehrere Stunden jeden Tag, wo er frei telefoniert. Das heißt, weder der Haushaltsvorstand, Erzbischof Georg Genswein, der eigentlich für diese Sachen zuständig ist, aber in dieser Zeit weiß er dann auch nicht, wen der Papst anruft, ja, und was er mit denen beredet. Oder auch sein Sekretär. Oder noch bei Benedikt spielten die Sekretäre ja eine ganz zentrale Rolle. Das heißt, an diesen Sekretären vorbei kam man gar nicht zum Papst. Ja? Und das ist bei Franziskus völlig anders. Der hat seine eigene Zeit, wo er selber telefoniert. Ja, aber das kann ja trotzdem abgehört werden, auch wenn niemand dabei ist. Ja, gut, aber ich meine, wenn ich jetzt sowas wie Lund nehme, da reden wir natürlich nicht über irgendwas, was den Iran jetzt interessieren würde. Okay, wir vielleicht interessieren, wann und wo es für einen Anschlag oder so. Ja, aber jetzt inhaltlich ist das natürlich, ja. Und man muss sagen, auch da wie bei der Sicherheit, dass der Papst damit verhältnismäßig locker umgeht. Ja. Ja. Und das also sehr oft... Aber ich rede jetzt eben eigentlich mehr von Sachen, ich habe ein Buch geschrieben, dass diese Kaffeepausen sowas Besonderes sind, weil es sowas beim Papst eben nicht gab. Ja? Also wenn ich den ökumenischen Patriarchen in Istanbul besuche, ja, der nun allen orthodoxen Kirchen vorsteht
und, was soll ich mal sagen, kirchengeschichtlich nicht weniger bedeutsam ist. Oder sagen wir mal den syrisch-orthodoxen. Oder auch, um ein anderes Beispiel zu nehmen, wir waren jetzt in diesen Fragen, wie geht es Christen in den Flüchtlingsheimen und den Asylunterkünften. Und da war ich in München und habe also mit Bedford Strom, also dem Ratsvorsitzenden der EKD, und mit Marx, dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz, gesprochen, also gewissermaßen den beiden ranghöchsten Christen, die wir in Deutschland haben. Und wir haben natürlich einfach so miteinander geredet. Ja? Wir haben nicht irgendwie keine Zeremonien gemacht oder was weiß ich. Wir haben normal und in dem Falle vertraulich, ja, weil es eben um Spannungen gab, die es um Berichte dazu gibt, und die Frage war, wie intensiv ist das, und der Vorwurf war, dass es auch in kirchlichen Heimen, und mein Interesse war, dass die Kirchen in der Sache vorankommen, ja, und beide haben dann auch ein sehr gutes Statement, also nicht, das nicht nur mir zu verdanken, aber dann ein sehr gutes Statement abgegeben über die Situation. Aber ich will sagen, da muss ich dann nicht 2 Stunden irgendwo auf dem Flur warten und wandere von einem, wie das früher beim Päpsten war, wandere von einem Raum zum nächsten, und wenn ich dann reingeholt werde, dann muss ich also vorher abgeben, was ich eigentlich sagen will, schriftlich, und kriege also das Statement vom Papst auf Italienisch, oder noch besser, das habe ich bei Benedikt erlebt, Lateinisch, ja, und da kann man natürlich kein Gespräch führen. Ja, das ist jetzt bei Franziskus eigentlich schlicht und einfach normal. Ein schönes Beispiel ist die Synode. Noch Benedikt ist bei der Synode reingekommen, wenn alle schon saßen. Dann wurde er rein von den Leibwächtern, ja, wurde er reingeführt und setzte sich vorne hin. Wenn die Pause kam, dann ist er rausgeführt worden, und wenn er weg war, konnten wir alle aufstehen. Mit dem Ergebnis, dass natürlich keiner Gespräch mit dem Papst geführt hat. Manchmal konnte man dann also ihm die Hand schütteln bei irgendeiner Gelegenheit, also wenn man wusste, wie das ging, und stellte sich dann unten hin, wo man wusste, er kommt vorbei. Dann, er selber war ganz anders, Papst Benedikt. Also es war gar nicht, dass er das so wollte, sondern das System lief so. Das heißt, wenn er dann persönlich an einem vorbeilief, dann hat er reagiert wie ein normaler Mensch, jemanden gesehen, den er kannte, und hat ihm die Hand geschüttelt und sich gefreut. Ja, so. Und beim Papst Franziskus auf der Synode war es so, im Regelfall war er als erster da, also gut, waren sicher Ordner und so noch ein paar, aber jetzt von den Delegierten, oft war er der Erste, der da war und hat alle begrüßt, die reinkamen, wie so ein Hausvater. Ja? Und wenn die Pause kam, dann war er eben einfach da, und dann ging er runter, wo es den Kaffee gab, ja, und da sind also zum Teil sind da also wirklich witzige Szenen passiert. Zum Beispiel habe ich einen echten Freund in Kenia gewonnen, ein Bischof, der Delegierte auf der Synode war und unbedingt mal ein Foto mit dem Papst wollte, aber von der Geschichte her sich nicht traute, zum Papst zu gehen und zu sagen, ich möchte ein Foto mit dir, ja. Das ging einfach irgendwie nicht. Und ich habe ihm gesagt, ja, aber guck doch mal, da gehen dauernd Leute hin und lassen sich ein Foto geben, ja. Und da sagt er, ja, also es waren natürlich einmal Nicht-Katholiken, weil wir für uns, wir haben ja diese Regel nicht gehabt, also ja, so. Auf jeden Fall bin ich dann mit ihm zum Papst gegangen und habe dem Papst gesagt, dass er so gerne ein Bild mit ihm hätte, ja. Und ich wusste auch, man muss natürlich wissen, welcher der vielen, die da am Fotografieren sind, der Papstfotograf ist, sonst kommt man hinterher an die Bilder nicht ran. Sagte, das ist hier, und gesagt, in die Richtung musst du gucken, das ist der Francesco Sforza, der macht die Bilder, die man dann hinterher auch kriegen kann. Ja. Und dann hat der also das Foto gemacht, der Papst und der liebe Bischof, und ich habe einen Freund fürs Leben gewonnen, weil ich ihm dieses Bild verschafft habe, ja. Und da sieht man das noch, dass von früher her, dass viele nicht gewohnt sind, dass man einfach hingeht. Und das ist für uns als Nicht-Katholiken insofern einfacher, als wir das im Umgang überall gewohnt sind. Ja?
Und jetzt eben nur der Papst, und wenn der das nicht tut, dann geht man eben einfach hin und sagt, das war aber eine schöne Predigt oder was immer man auch an belanglosen Sachen vielleicht sagen will, was man in der Pause vielleicht sagen will, ja. Und das passiert dann eben auch, wenn man was Wichtiges hat, ja. Und diese Möglichkeit, die gibt es eben heute dem Papst auch irgendeine Frage, eine Information, irgendwas zukommen zu lassen, wo man eine direkte Reaktion will, ohne dass der ganze Apparat befasst ist. Ist eigentlich, ja, super. Es ist so wie eigentlich überall. Ja? Also wenn ich jetzt für Bedford Strom, den Ratsvorsitzenden der EKD, irgendwas Wichtiges ihm schnell rüberschicken will, ja, dann mache ich das und nutze seine E-Mail-Adresse. Das ist zwar keine E-Mail-Adresse, die jeder hat, ja, aber eine, über die man ihn, und dann kriegt man auch eine persönliche Antwort. Ja. Also ich kann natürlich auch an seinen Assistenten rangehen, das würde ich machen, wenn Termin zu vereinbaren ist oder sowas. Aber wenn man jetzt irgendeinen Gedanken, irgendeine Idee hat, und möchte das Feedback weggeben, ja. Und das ging früher mit dem Papst nicht und das geht heute. Wird der Papst nächstes Jahr nach Wittenberg kommen? Ich vermute nicht. Ich vermute, Warum nicht? das ist natürlich ein delikates Thema, ja. Also Punkt 1 muss man natürlich sagen, das ist vielleicht zwar eher formal, aber die katholische Kirche, der Vatikan, sagt natürlich, sie sind eine globale Kirche, das heißt, sie feiern mit den Lutheranern global. Ja. Und sehen die Feiern in Deutschland als national an. Da feiern die deutschen Lutheraner, nicht die Lutheraner, was ja auch irgendwo richtig ist. Ja. Und die deutschen Lutheraner sind zwar praktisch, die sind der Meinung, sie hätten die Reformation gepachtet, weil sie auf deutschem Grund und Boden passiert ist. Ja. Aber da gebe ich im Vatikan schon recht, dass das Ereignis in Lund, das war mit Christen aller Kontinente, das hatte nichts mit speziell mit Deutsch zu tun. Ja. Die Reformation ist eben mal auf deutschem Boden gewesen, okay, aber diese Frage, um die es da in Lund ging, die betrifft ja alle Christen weltweit, ja. Und das Zweite ist, dass es natürlich für den Papst etwas schwieriger ist. Ich sage nicht unmöglich, ich sage auch nicht, er macht es garantiert nicht. Ich sage nur, momentan gibt es also keine Gedankenspiele in die Richtung, ja. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Gliedkirchen der EKD, unsere sogenannten Landeskirchen, natürlich in ethischen Fragen, gemessen an der Weltchristenheit, teilweise eine sehr radikale Position vertreten. Ja? Und das macht also die Sache sehr schwierig und das ist etwas, was Papst Franziskus. Ich sag nicht, dass er das nicht macht oder zwangsweise nicht macht. Ja? Aber normalerweise ist ihm lieber auch ökumenische Mega-Ereignisse mit eher konservativen, etwa Protestanten oder also Leuten zusammenzumachen, von denen er auch weiß, dass die zum Beispiel an die Jungfraugeburt glauben oder irgend sowas, ja. Man kann das immer sehen, dass er also mit dem, was man liberale Christen nennt, einschließlich von Christen, die jetzt bestimmte Kernlehren des Christentums nicht glauben, also die der Meinung sind, Jesus muss nicht unbedingt auferstanden sein, das könnte auch einfach eine Chiffre dafür sein, wir fangen neu an, ja. Und jemand, der das vertritt, also ich nenne mal einen Namen einer verstorbenen Theologin, weil das ein bisschen einfacher ist, also jetzt Dorothee Sölle. Es gibt immer ein bisschen die Diskussion, was sie genau wollte, aber an sich hat sie da ihre Theologie die Gottes-Tod-Theologie genannt und hat davor gesprochen, dass also Gott. Dass es so Gott, so wie er sich personal vorgestellt wird, nicht gibt, sondern dass eine Chiffre für gute Beziehung zwischen den Menschen ist. Und mit so etwas tut sich der Papst sehr schwer und würde da also sehr ungern
dann eben auch, ich sag mal, gemeinsame Aktivitäten, Reformationsjahr und so weiter und so weiter. Ja. Ich habe da Ich sage das alles mit so einem gewissen Vorbehalten, weil Bedford Strom ja beim Papst gewesen ist und die haben sich sehr gut verstanden. Also der eigentliche Antrag ist natürlich schon Jahre her. Also da könnte sich natürlich auch noch irgendwas ergeben. Aber ich halte es persönlich für verhältnismäßig unwahrscheinlich. Ich habe am Schluss noch eine persönliche Frage. Sie sind ja reformierter Theologe. Und wie stehen Sie denn jetzt zu diesem Reformationsjubiläum und zu dem, was Luther gesagt hat, mal ganz kurz? Und dann können wir dann auch unser Gespräch dann dem Ende zuführen. Ja. Also das ist natürlich eine Frage, die sich einmal darauf bezieht, was damals die Unterschiede ausgemacht haben und ob diese Unterschiede heute noch relevant sind. Ich glaube, dass die wesentlichen konfessionellen Unterschiede auch im evangelischen Bereich heute so aktuell sind wie eh und je. Ich glaube aber, dass es eine Fehlentwicklung war, dass nachdem sich Luther entschieden hatte, praktisch sich von der Kirche zu trennen, also die Bannbulle des Papstes zu verbrennen, Schlag auf Schlag eine evangelische Konfession nach der anderen entstanden ist. Ist ja nicht erst heute so gewesen. Mhm. Also 0,0 gab es also die politisch Radikalen und die Mennoniten, die ganz pazifistisch waren. Und es kamen allerlei Gruppen, einige von denen gibt es nicht mehr, andere von denen gibt es bis heute. Einige sind also die sogenannten Täufer, befinden sich heute vor allen Dingen bei den Baptisten, was eigentlich nur das lateinische Wort dafür ist, aber es ist trotzdem nicht einfach eine historische Entwicklung gewesen, sondern Baptisten sind eigentlich später entstanden, haben aber diese Gedanken wieder aufgegriffen. Aber dass das also so Schlag auf Schlag ging, dass in 0,0 aus einer Kirchenspaltung Dutzende wurden, das halte ich für eine tragische Fehlentwicklung. Nicht aber die Themen, die dahinter stehen, die diskutiert werden müssen. Und das Grundsätzliche sieht man am besten bei Martin Bucer. Martin Bucer war also ein Reformator der ersten Generation. Einer, der dann schon wieder also mit Luther und Zwingli, dem frühesten Schweizer Reformator, und schon Johannes Calvin, den er sehr stark beeinflusst hat, war aber sein Schüler. Calvin war schon die zweite Generation. Ja. Aber Bucer war natürlich nicht immer war natürlich auch mal jung, ja, war ein bisschen jünger, nicht viel, aber ein bisschen jünger als Luther. Und war bei der sogenannten Leipziger Disputation dabei, also 1521, eine der bedeutendsten großen öffentlichen Debatten, die Luther mit seinem Gegenspieler Eck von der katholischen Kirche geführt hat. Und da war Bucer dabei, ist dabei, ja, wie formuliert man das jetzt richtig? Man könnte sagen, hat sich bekehrt oder ist evangelisch geworden oder, ja, also auf jeden Fall wurde er zum Nachfolger Luthers als Student, der ihn das gehört hatte, kam aus Straßburg, fuhr nach Hause zurück und hat da wenige Wochen später ein Papier geschrieben, in dem er gesagt hat, alles, was Luther da gesagt hat, ist völlig richtig, aber es ist nur, ich sag mal mit meinen Worten, die halbe Miete. Ja? Weil er spricht nur darüber, wie ich die Vergebung der Sünden bekomme und alles hinterher fehlt. Das heißt, wie geht es denn jetzt weiter? Ja, ich sage also, ich habe gelogen, ich bitte um Vergebung, ich bin im Gottesdienst, ich erlebe das Abendmahl, alles wunderschön und dann gehe ich wieder nach Hause und lüge wieder, oder wie? Ja, und er hat gesagt, das ist das, was fehlt und das ist der ganze Bereich des Heiligen Geistes, der unser Leben verändert. Und das ist mit ein wesentlicher Grund, warum in der Geschichte die ganzen sogenannten Heiligungsbewegungen, die nun gesagt haben, also jetzt sind wir mal Christen, aber wie wird dann unser Leben jetzt irgendwie anders und besser? Alle eher aus dem reformierten Lager kommen, als aus dem lutherischen Lager. Mhm. Ja? Und ich würde sagen, diese Frage ist auch heute noch ein Unterschied in den Bekenntnissen. Es ist heute kaum noch möglich, danach zu gehen, wo die Leute zugehören. Also dass einer Pfarrer einer lutherischen Kirchengemeinde ist, das
sagt heute nichts mehr, er kann alles sein. Er kann glauben, dass es Gott gar nicht gibt. Und er kann reformiert sein, ist aber eben nur mal in der lutherischen Gegend aufgewachsen und kann nur, ja. Und ich habe also auch schon lutherische Kirchengemeinden erlebt, die Anzeigen geschaltet haben, wir suchen einen Reformierten oder wir suchen einen lutherischen Pastor, der das und das Bekenntnis teilt und bereit ist und so und so und so. Und mir hat das ein Freund erzählt, er ist dann zu der Kirchengemeinde und sagt, ja, also ich bin das hier und die hatten überhaupt gar keine Ahnung, in dem Falle, was reformiert, die wussten gar nicht, was reformiert ist. Und dann sagt er, ja, aber wieso schreiben Sie das denn dann aus, dass Sie einen reformierten Pfarrer suchen? Und da sagten die, ja, das ist ein Anzeigentext, der wird schon seit 200 Jahren benutzt. Ja, also die Gemeinde hat dann immer Anzeige aufgegeben, wir suchen einen reformierten Pfarrer, obwohl keiner genau wusste, was das eigentlich ist. Ja. So, also von daher kann man heute schlecht jemanden, der Mitglied einer lutherischen Kirche ist, auf den zugehen und sagen, ah, du bist Lutheraner, dann glaubst du bestimmt 1, 2, 3. Ja. Aber inhaltlich sind natürlich diese Themen noch da und diese Unterscheidung, die würde ich noch bis heute durchaus sehen, dass die lutherische Kirche, dass alle evangelischen Kirchen, die irgendwie später entstanden sind, der lutherischen Reformation allen verdanken, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Also die Frage, wie man Christ wird und so weiter und so weiter. Ja. Aber wie es danach weitergeht, eben ein Defizit war. Nun hat die lutherische Kirche versucht, das später zu heilen, in späteren Bekenntnisschriften noch ein paar Sachen wieder reinzuholen. Ja. Aber in der Realität ist das so, dass die Betonung liegt da drauf, ich sündige auch im Gottesdienst, ich gehe zum Gottesdienst und mit dem Abendmahl ist dann also wieder Tabula rasa, fange ich praktisch wieder bei Null an, ja. Und die Reformierten haben von Anfang an viel stärker betont, was geschieht denn nun in meinem Leben, was ändert sich in meinem Leben, damit ich das gar nicht erst wieder tue, ja. Und das Interessante ist dabei, dass also Bucer, Calvin, die großen reformierten Theologen von Luther zum Teil sehr beschimpft worden sind. Nur ist das nicht unbedingt Besonderes, weil es war nicht gerade Luthers Stärke, freundlich mit Andersdenken zu reden, um es mal so zu sagen. Also er hat immer ordentlich ausgeteilt. Aber er hat das eben auch an dieser Stelle getan und hat da zum Teil Sachen gesagt, wo wir heute, wenn das heute passieren würde, wir sagen, okay, also das war's dann, wir reden nicht mehr miteinander. Ja? Und manche Leute sagen dann ja schnell, naja, damals hatten die eine andere Sprache und das wurde nicht als so schlimm empfunden. Also das bezweifle ich ein bisschen. Ja? Schimpfwörter wurden immer benutzt, weil sie den anderen verletzen. Und man hat auch im 16. Jahrhundert solche benutzt, die eine verletzende Wirkung hatten. Ja? Interessanterweise haben die Reformierten das nie zurückgezahlt. Calvin persönlich nicht, Bucer nicht, ja, sondern die haben immer gesagt, wir haben Luther alles zu verdanken und haben sich immer nur so verstanden, dass sie praktisch da jetzt draufsatteln, dass sie nichts anderes, nichts ändern, aber dass sie sagen, so, jetzt müssen wir eben noch einen Schritt weitergehen, ja. Und ich erinnere nochmal, das haben dann natürlich Heiligungsbewegung, Erweckungsbewegung, alle möglichen Bewegungen in der Geschichte haben das dann eben auch getan. Also eigentlich fehlt das ja, ist jetzt, der Staat ist da. Ich werde Christ, aber jetzt muss doch irgendwie weitergehen, ja. Und das ist interessanterweise eben schon 1521, der kleine Student hört den großen Luther und geht nach Hause, schreibt sein erstes Büchlein und greift genau diese Frage auf, die er unter anderem damit verknüpft hat, wo ist eigentlich der Heilige Geist geblieben? Welche Rolle spielt der denn jetzt eigentlich? Ja? Das ist ein wunderbares Schlusswort mit einer offenen Frage auch. Denn wir befinden uns hier im Martin Bucer Seminar in Bonn. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Sie sind ja erst vorhin aus New York zurückgekehrt. Also herzlichen Dank. Ja, gerne. Uta Müller, Aristoteles TV.